Jo, ich Schlawutzki ist noch wieder hier. Heute fahre ich mal wieder, nach jetzt 3 Monaten, schätze ich ungefähr. Nach 3 Monaten fahre ich mal wieder das Nashorn, den Nashorn. Den Nashorn Panzerjäger. So kommt es wahrscheinlich hin. Ich hatte das letzte Video vor ungefähr ja, 3, 4 Monaten hochgeladen. Ich hatte mal Bock, das Ding wieder zu fahren. Zumal ich jetzt über einen Monat gar kein Warfunder gespielt hatte und den noch mit im Slot hatte. Ich habe irgendein anderes Fahrzeug da noch erforscht oder bin damit gefahren, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe nicht mehr darauf geachtet, jetzt ehrlich gesagt. Ich habe gerade nur Bock, mal mit dem Nashorn zu fahren. Ich muss mich hier irgendwo verstecken. Ich mag ja eigentlich diese urbanen Karten nicht sonderlich. Aber nur weil wirklich hinter jeder Ecke irgendein Krimineller lauern kann, der nicht mein Kumpel ist. Und abgesehen davon, ja auch nicht immer alle angezeigt werden. Ist hier einer? Ist dazwischen was? Ne, okay, da ist keiner. Ja, manchmal ist es blöd, da einfach die Zäune versperren einem die Sicht und das sieht dann so aus, als wäre da keiner. Obwohl er direkt hinter diesem Zaun steht und man ihn ja locker treffen könnte. Ja, ich glaube, ich muss vor hier. Mir ist kein schlechter, kein guter Punkt, um auf ja, Gegner zu warten. Ich glaube, die werden hier gar nicht so weit nach hinten kommen. Jedenfalls nicht in der Masse, wie ich sie gerne hätte. Wenn ich da 10 Minuten warte und mal einer vorbeikommt, den ich vielleicht dann wegschieße. Kommt da einer? Nee. Ich glaube, hier kommt jetzt erstmal keiner durch. Dafür sind unsere Leute zu weit vorne. Ne, ich sollte tatsächlich vorfahren. Also irgendwie eine gute Position suchen, hier zum Beispiel. Verdammt, eine Sekunde zu langsam. Eigentlich 2 Sekunden, weil ich muss ja bedenken, dass mein Geschoss ja auch noch fliegt und der ja nicht direkt vor mir stand. Jetzt stehe ich hier und ich weiß, dass sie da sind und ich weiß auch, wenn ich um die Ecke gucke, geht's da ab. Eigentlich warte ich nur auf Anzeichen, dass da geschossen wird. Da wurde jetzt rüber geschossen. Ne, das ist sein MG-Feuer. Man muss aber darauf achten, von wo natürlich die Luftbomunition. Jetzt flog zum Beispiel was rüber. Das sind alles so Sachen, die muss man beachten. Ich bin jetzt nicht der Programmer, aber ich weiß eigentlich, auf was ich achten muss. Also man sollte schon darauf achten, ob da, wenn da Gegner sind, ob die schon geschossen haben. Ob da irgendwas hier vorbeiflog, weil sie auf einen Kollegen geschossen haben. Oder ob sie mit MG-Feuer schießen, weil dann gucken sie natürlich in die Richtung. Dazu muss man natürlich rausfinden, wie sieht man, dass MG-Feuer vom Gegner kam und nicht vom eigenen. So, ich probiere es jetzt. Oh, gute Nacht. Tschüss. So, erster Kill. Ordentlich lange Vorbereitungszeit von 3 Minuten, sag ich mal. So, ich gehe tatsächlich kurz in die Luft. Das machen wir jetzt alles mal mit hier. Ich denke, ich stehe ganz gut. Erst dachte ich, oh Scheiße, das Haus ist ja viel zu klein, aber das andere geht noch ein bisschen drüber. Das heißt, da habe ich wie so eine Kante, so eine Sichtkante. Broom Handle. Ja, ich glaube, den eher. Ich schätze mal, er wird mich auch abschießen. Krieg ich den noch weg hier? Ja, okay. Wir haben uns gegenseitig weggerammt. So, hier sieht man ganz schön, der Gegner feuert drüber. Jetzt wohl auch wieder hier geschossen. Also vom Gegner, das heißt, ich kann vor. Ich hoffe, da ist dir jetzt keiner weiter. Ja, beschieß mich. Komm, stopp gut. Ich sage ja, das Nashorn ist eigentlich ziemlich geil. Und die meisten kriegt man auch mit einem Treffer weg. Bei russischen schweren Panzern, zum Beispiel so SU-Modellen, da wird es ein bisschen knifflig. Ich gehe nochmal in die Luft. Ich versuche jetzt so viel wie möglich zu sammeln. Kills im Allgemeinen. Nicht jetzt zwingend, weil ich so killgeil bin, aber soll ich mit dem Ding Cappen fahren? Also ich meine, das bringt ja nicht. Dann kriegt den hier. Ja, ich krieg ihn. Aber er kriegt mich auch. Ne, das war der andere da unten. Aber immerhin 4 Kills. Mit her schon zusammengekratzt. So, da hat jetzt einer geschossen. Und zwar auf den T-34 da vorne. So, kommt hier noch einer. Da muss einer kommen. Ja. Tschüss. Oh, Scheiße.
Scheiße, gleich noch einer dahinter. Das wär's natürlich gewesen. Ei, Karamba. Muss ja mal kommen. Aber gut, jetzt mittlerweile schon 3 Kills am Boden und 2 in der Luft. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ich gehe meistens nur in die Luft mit, wenn ich so ein Fahrzeug fahre, damit diese verkackte Flugzeug, wenn ich weiß, ich stehe relativ sicher, damit die Flugzeuge nicht auf mein Fahrzeug schießen und mir die Besatzung ausschalten. Ach du Kacke! Der hat mich noch nicht beachtet, aber sonst wäre ich schon weg. Aber jetzt muss ich darüber. Ich muss jetzt dahin. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die mich von hinten wegsemmeln. IS-2, das wird zum Beispiel schwierig, ja. Ich dachte mir schon, dass der kein One-Hit wird. Auch wenn ich den jetzt noch wegsemmeln könnte. Please! Scheiße, Mann. Wie er immer noch fahren kann. Das gibt's nur bei den Russen. Ich kenne bei keinem anderen Panzer. Nur die Russen können fast komplett zerstört immer noch ihr Fahrzeug bedienen. Ja. Da hast du ein halb lebendiges Besatzungsmitglied. Der Rest ist tot, aber die fahren noch, schießen alles, was dazugehört. Gibt's nur bei den Russen. Ah ja. Ich weiß nicht, ob das hier noch was wird jetzt. Ich glaube, da kommt gleich noch einer. Ja, komm. Oh, scheiße, Mann. Oh ja, da ist noch jemand. Neben mir. Scheiße. Da kann ich nicht mehr hindrehen. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Oh, ich brenne schon. Na, jetzt fällt hier ein Besatzungsmitglied nach dem anderen aus. Ne, ich glaube, das war's jetzt mittlerweile. Das wird nichts mehr. Oh, ich glaube, der IS. Ja. Ja, hast du ein Glück, dass du so eine Karre fährst, diese scheiß Obrussenkacke. Ja gut, also es ist eine Obpanzerung. Ja, also muss man schon mal sagen. Aber trotzdem gut geschlagen, immerhin. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen, hinterlassen ein Abo oder eben nicht. Liegt ja an euch. Viel Spaß noch beim Zocken und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao!